Diese zwei werfen heute 4 Millionen Jahre Evolution über den Haufen. Animal Flow ist der neueste Schrei unter Fitnessfreaks. Das Motto: erwecke das Tier in dir. Klappt natürlich mit einem Personal Coach wie Klaas Benk an der Seite gleich viel besser. Aus dem Stütz geht's in den Bären, also den Po zurücksetzen. Dann, das kennt man wieder aus dem Yoga auch, Po ab, Beine lang, der Hund. Von dort zurück in den Bären. Dann so flach es geht, ohne dass man auf dem Boden liegt, nach vorne schieben, ins Krokodil. Dann einmal Oberkörper nach oben schieben, auch bekannt aus dem Yoga, hier ist jetzt eher der Wolf. Zurück ins Krokodil und dann nur nach oben wieder rausdrücken, wir sind in der Ausgangsposition. Die ganz natürliche Bewegungsintelligenz ist in uns allen. Als Schreibtischtiger nutzen wir sie aber zu selten. Animal Flow weckt das intuitive Wissen wieder. Kraft, Ausdauer, Koordination und Stabilität werden trainiert. Nach dem Motto: zurück zu den Wurzeln. Man sagt immer so, in der Natur gibt es keine Ineffizienz. Aber wir als Menschen haben es natürlich wunderbar hinbekommen, irgendwie möglichst unökonomisch uns fortzubewegen. Und da versucht man halt ja, aus dem Tierreich teilweise Bewegungen zu übernehmen oder einfach auch aus der kindlichen Entwicklung schon wieder Bewegungen zu durchlaufen, um einfach Bewegungen zu optimieren, die man jetzt vielleicht ja, über die Jahre ein bisschen verlernt hat. Viola Treu macht ohnehin 3-mal die Woche Sport. Aber diese Trainingsbelastung hat es selbst für einen Fitness-Ass in sich. Am schlimmsten war, ich glaube, das war das Krokodilglas, ne? Das ist sehr anstrengend. Ja, was entspannt ist, der Hund dagegen, der war ganz angenehm. Aber das Krokodil geht echt gut in die Arme. Großer Pluspunkt für das Tierbewegungsworkout, man kann es immer und überall machen. Coach Klaas Benk setzt auf eben solche Methoden, die jeder auch unter freiem Himmel trainieren kann. Da ist die Luft gut und es kostet nichts. Gewichte braucht man auch nicht, nur sein eigenes Körpergewicht und maximal einfache Gummiseile. Man braucht eigentlich seinen Körper, den hat man dabei. Und man kann es generell ja auch überall durchführen, ob drinnen oder draußen. Auf der Wiese macht es meistens noch mehr Spaß. Man hat auch ein ganz anderes Feedback und eine andere Sensorik wieder draußen als drin. Das ist halt auch der Vorteil, dass man wieder viel mit dem Boden in Kontakt kommt und damit mehr Sensoren im Körper wieder reizt und auftrainiert, einfach als wenn ich nur in Schuhen im Studio stehe. Nicht nur die Sensoren werden hier gereizt, auch die Tiefenmuskulatur brennt extrem. Vor allem beim Training mit der Kettlebell. Die 28-jährige Viola testet immer wieder gerne neue Trends, auch wenn sie sich an das tierische Training erstmal gewöhnen muss. Spaß macht es erst dann, wenn man es richtig drauf hat. Wenn man so den Flow hat, dann geht's, glaube ich. Dann macht es, glaube ich, Spaß. Momentan bin ich noch zu sehr im Kopf und denke noch zu viel nach, wie, was, wo. Aber ich glaube, das kann echt Bock machen. Und vor allem ist es eine prima Methode, um seinen guten Vorsätzen treu zu bleiben. Und zwar länger als nur die obligatorischen 2 Wochen. Ich denke, die Varianten, die wir heute gesehen haben, sind da schon eine ganz gute Wahl. Einfach weil nicht nur das stupide Bewegen im Vordergrund steht, sondern einfach auch dieser Lerneffekt. Man merkt halt, oh, es klappt was Neues. Ich komme einfach voran, nicht nur von den Gewichtsplatten, sondern einfach auch koordinativ oder von der Beweglichkeit her. Und ansonsten denke ich, ist immer der alte Trick, Partner oder Gruppe, der einfach noch zieht, dass man länger dabei bleibt. Und vielleicht wird der Animal Flow auch noch weiterentwickelt. Dann kommen zum Workout auch noch tierische Sounds wie Hundebellen und Bärenbrummen dazu.